Kieler Woche, der vorletzte Tag. Bei starken Winden aus südwestlicher Richtung ging es heute um viel. Der Olympiadritte von Rio 2016, der Österreicher Thomas Zajac mit seiner neuen Crewfrau Barbara Matz, verteidigte durch den Tag souverän seine Führung in der NACRA 17-Klasse. Einzig das deutsche Duo Jan Eriksen und Ann-Christine Wedemeyer hat morgen bei den Medal Races noch eine Chance auf einen Spitzenplatz. Ja, für das Chaosrennen war das Ergebnis gut. Für die Gesamtplatzierung ist, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Der Österreicher hat gewonnen und mal schauen, was wir morgen dann noch machen können. Im heftig umkämpften Wettbewerb der 49ers konnten die beiden Australier David Gilmour und Joel Turner bereits vorfristig den Kieler Wochensieg einfahren. Bei den 49FX geht es morgen zwischen den Briten und den Neuseeländern um den Kieler Wochensieg. Bei den Para-Worlds kommt es morgen zum spannenden Showdown. In der Hansa-Klasse 303 bei den Frauen führt vor dem letzten Tag die Spanierin Del Reine Diez del Valle. Bei den Männern führt der Pole Cicciocchi vor dem Australier Simmons. Kein Platz für Fehler. Alle Informationen und News auf kielerwoche.de und auf Facebook.